Moin Leute, herzlich willkommen heute zu einem neuen Video und zwar eine Runde Skywars mit dem Kit Wolfsjunge. Also heute haben wir die Wolfsjunge Challenge, beziehungsweise wir müssen alle unsere Wölfe, also Hunde, zähmen. Also es sind ja am Anfang Wölfe und dann werden es Hunde irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen wir sie alle zähmen und einmal vermehren. Und noch versuchen damit einen Kill zu machen. Das ist die Challenge für heute, für das Kit. Und ich freue mich schon mal mega. Kurz vorab, ich habe ein neues Mikrofon, deswegen nicht wundern, falls die Audio etwas anders ist. Kann sein, dass sie noch nicht perfekt ist, aber gut. Wir spawnen erstmal die Hunde und zähmen sie natürlich alle. Und ich glaube, spammen jetzt einfach mal mit den Knochen drauf, weil... Naja, man kann sie, also wenn sie einen anschauen... Jetzt komm, okay. Wenn sie einen anschauen, dann... Ja, dann kann man sie besser zähmen, aber ich spam jetzt einfach drauf, weil ich meine, das ist jetzt eh egal, weil wir haben ja genug Knochen. Jetzt haben wir noch 11 Stück, also das reicht auf jeden Fall völlig aus. Und ja, jetzt vermehren wir sie natürlich noch, denn das ist besser, weil dann haben wir mehr Hunde, haben wir Babys noch und mit den Stacks können wir sie natürlich auch heilen. Deswegen ist es ganz praktisch, dass wir jetzt welche in der Kiste gefunden haben. Und ja, mal gucken, wie ich das jetzt mache, weil ich weiß nicht, Die Hunde, die könnten ja auch... Naja, die sterben ja, wenn ich da jetzt drüber laufe. Aber ich habe jetzt halt schon mehrere Runden gehabt und so viele Tryharder bis jetzt getroffen. Das hat echt mega genervt. Muss man echt dazu sagen. Aber gut, wer hat denn hier eigentlich sich noch nicht gepaart? Ach da, okay, gut. Hab mich schon gewundert. Weil wir haben jetzt 6 Hunde, glaube ich. Dann sollten wir 3 Babys bekommen haben. Oder vielleicht noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt hatten an Hunden. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr. So. Dann denke ich mal, wollen wir jetzt einfach hoch. Und wie gesagt, ich freue mich halt jetzt mega wieder, dass ich ein bisschen mehr recorden kann. Ich bin jetzt nicht mehr so im Stress, aber das heißt jetzt nicht, dass es alles so wie vorher wird. Ich denke mal, ich werde immer noch ein bisschen weniger recorden als vorher. Je nachdem, wie ich halt Lust habe. Und ich mache jetzt keinen Stress mehr mit Aufnahmeversuchen wie auf MCSG. Und sowieso, ihr schaut viel lieber Skywars, habe ich gemerkt. Und UAC deswegen. Oder halt Jitter-Videos und so weiter. Deswegen bringe ich lieber das ein bisschen mehr, weil auf MCSG muss ich ehrlich gesagt manchmal schon sehr viele Aufnahmeversuche machen, weil... Oh, okay, die Hunde sterben. Naja, können wir jetzt nichts machen. Die kriegen irgendwie Damage, da kann ich leider nichts von verhindern, weil das Problem ist halt... Oh, okay. Ah, komm. Komm schon, Hunde. Mach den fertig. Oh, du hast einen Hund gekillt. Ich mach ihn fertig, Digga. Okay, gut. Ah, komm schon, Hunde. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Draufhauen. Sehr nice. Okay, die Hunde haben uns sehr gut unterstützt. Auf jeden Fall ganz coole Sache. So, kann man die auch damit? Ja, okay, gut. Kann man. Weil man sieht ja an dem Schwanz, ob sie full life sind oder nicht. Also wenn er ganz weit runterhängt, dann haben sie nicht mehr so lange zum Leben. Deswegen... Können wir sie entweder mit Steaks heilen oder mit Heiltränken natürlich. Und ja, also oben Steak natürlich und da oben kommt wer? Ah. Okay, der hat meinen Hund runtergehauen. Das wirst du noch bitter bereuen, mein Freund. Ah. Kommt da auch irgendwie runter? Auf jeden Fall wurden ja die Kits resettet und das finde ich mega cool, denn das Tank-Kit ist jetzt nicht mehr so stark wie vorher. Es hat einfach nur noch eine Eisenrüstung. Das reicht völlig aus und endlich können auch mal andere Kits verwendet werden, ohne dass man von dem Tank gerusht wird, der sich einfach nur ein Holzschwert Schärfe 2 rausholt. Finde ich wirklich perfekt. Und das Mage-Kit wurde auch genervt. Klar, es war wirklich OP, das muss ich zugeben. Ich habe es gerne gespielt. Und ja, es war einfach nur OP und es ist okay. Es ist nur 3 Sekunden jetzt noch. Also 3 Sekunden lang die Stärke. Und ja, das reicht völlig aus, um ein Team auszuschalten. Wenn man Skill hat, dann schafft man das alles. So. Also 3 Sekunden ist perfekt. So, jetzt holen wir uns den mal. Da baut ja alles wieder zu. Ach Mensch, komm schon. Komm schon, Jung hier. Oh, so. Ach. Wie viele Blöcke hat er denn noch? So, komm schon. Wir gehen einfach mal hoch. Und jetzt kriegst du deine Schelle des Lebens. Na gut, Hund, hilf mir. Nice, nice one. Der Hund hat einen gekillt. Okay, damit haben wir die erste... Was heißt die erste Challenge? Damit haben wir die letzte Challenge bestanden. Also die Challenge, die wir da absolvieren müssen. Aufgabe. Ich nenne es einfach mal Aufgabe. Weil eine Challenge ist es ja nicht wirklich. Aber
Wir haben es geschafft, die Hunde zu paaren, alle zu zähmen, war ja noch der leichte Teil, und jetzt haben wir es geschafft, mit einem Hund jemanden umzubringen. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich habe auch den Kill dafür bekommen. Ich dachte, dann kommt dann irgendwas killt bei Wolf oder so. Aber war nicht so. So, in der Mitte ist noch einer. Das ist natürlich schwer, sich rüberzubauen, weil ich will auch irgendwie nicht, dass meine Hunde sterben, aber kann auch nicht deswegen jetzt warten. Okay, der hat Low Life. Dann gehen wir erstmal ans Steak. So, dem auch. So, sehr gut. Okay, läuft auf jeden Fall. So. Dann gehen wir einfach mal darüber. Ich baue mich erstmal so lang. Vielleicht porten die sich noch nicht, wenn ich Glück habe. Und die sterben dann noch nicht. Wäre auf jeden Fall eine klasse Sache. Boah, ich kann wieder nicht reden hier. Naja. So. Ja, da ist ein Weg. Hoffentlich fallen die Hunde jetzt nicht runter. Ist echt blöd, dass sie dann hier sich immer gegenseitig runterschubsen da. Aber gerade geht's ja. Noch ein Weg. Oh, hoffentlich laufen wir jetzt nicht drüber. Okay, sehr gut. Ah, okay. Ah, fuck. Ich glaube, es sollte. Oh, nein, fall nicht runter. Nein, schubst deine Eltern nicht runter. Dankeschön. So, sehr gut. Okay, der Tracker sagt, dass da vorne einer sein muss. Ach, hör was. Voll okay. Boah, hier wurde ja ordentlich was weggesprengt. Oh, lol. Ah, gut. Auf ihn, Hunde. Los, go, 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 go. Sehr gut, die greifen ihn an. Wie du wagst, meine Hunde anzugreifen? Dann kriegst du schön mal die Klatsche von mir mit. Oh, sorry, Hund. Ah, okay, sehr gut. Oh, lol. Du scheiß Abstauber. Alter, okay. Oh mein Gott, das war knapper. Wir sind hier ziemlich, stecken hier ziemlich in der Klemme. Fuck, was leckt's hier so? Lol, okay. Was war denn das jetzt? Was zur Hölle? Oh Mann. So. Warum leckt's hier so scheiße? Verstehe jetzt gar nicht. Oh, scheiße, TNT. Schnell eine Mauer bauen. Oh, okay. Egal, wir gehen jetzt einfach angreifen. Los. Relativ viel Leben, haben ihm Logron gegeben, sehr nice. Fuck. Aber egal, das sollten wir schaffen. Und ja, wir haben es gewonnen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir haben alles geschafft. Wir haben Kill damit gemacht. Also ich bin zufrieden mit der Runde. Und ich hoffe, es ist nicht schlimm. Es war nämlich ein Nachcommentary, Leute. Tut mir leid, ich habe die Audio verkackt, weil ich meinen Blue Yeti jetzt halt neu hatte. Und deswegen war die Audio natürlich ein bisschen beschissen, weil ich ja einige falsche Einstellungen hatte. Ich hoffe, das ist okay. Das nächste Mal ist es natürlich wieder live kommentiert. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem unterhalten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Und haut rein. Ciao.